Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Life in the Woods. Ja, ihr könnt sehen, wir haben hier ein bisschen Gold gefunden, ungefähr 22 Stück, wie ihr hier sehen könnt, aber das verdoppelt. Ja, sogar ein bisschen mehr, 47, das sind die Hälfte von 47, keine Ahnung. Ein bisschen Bruchstein, ein bisschen Golderz haben wir gefunden, das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Und damit können wir das dann so machen. Wir wollten ja den Hammer bauen, ich weiß nicht, warum das hier zurückgesetzt ist. So, gibt's denn den... warte mal, aus welchem Material wollte ich den jetzt bauen? Ich wollte ihn jetzt eigentlich aus... Ja, wir könnten eigentlich auch mal nach Obsidian gucken, ne? Also auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen Lava noch hochgebracht. Unten habe ich schön so ein paar Mining-Strecken gemacht. Und ihr könnt sehen, ich musste auch ein bisschen was wegwerfen, aber alles nicht so weltbewegende Sachen. So, wir haben hier aber schön viel Eisen jetzt rausbekommen. Ich bin echt froh, dass wir diese Verdopplung gemacht haben. Die ist ja relativ easy auch. So, hier ein Smaragden haben wir noch. Ach genau, ob man einen Smaragdhammer machen kann. Sieht leider nicht so aus. Okay. Okay, hier haben wir nochmal schön viel Gold. Das heißt, da dürften wir dann erstmal wieder keine Probleme haben. Ich weiß, ich könnte es eigentlich auch direkt in die Schmelze reinpacken. Aber das will ich erstmal nicht. Weil ich nicht genau weiß, ob das dann irgendwie anders ist oder was auch immer. Ach, guck mal, was haben wir da noch rausbekommen? Kupfer. Hm, sehr gut. Kupfer ist sehr gut. So, auf jeden Fall müssen wir uns dann gleich erstmal eine neue Spitzhacke craften. Ein bisschen Redstone haben wir auch bekommen. Aber kein Eisen. Keine Kohle. So. Ein bisschen Gold haben wir jetzt hier noch. Hat auch irgendwie nicht lange gedauert. Ich glaube, eine halbe Stunde hat es gedauert. Dann hatte ich das so zusammen. Ich bin aber nur hochgegangen, weil die Spitzhacken kaputt waren. Dooferweise. Die Bruchsteine kamen vom Eisen. Jetzt wissen wir, wo die Bruchsteine auch herkamen. So, das dauert sowieso noch. Aber das können wir erstmal jetzt hier nehmen. Und hier reinwerfen. So, 7 Barren direkt. Achso, und jetzt ist die Frage, der Hammerkopf. Genau, der fehlt uns jetzt noch. Jetzt haben wir ja eine robuste Hammergussform. Okay, wie viel Obsidian brauchen wir denn noch? Wir haben 2 Obsidian hier. Und ein Obsidian bringt uns... Was ist das? Dunkelstahl. Oh, nice. Ein... Oh, guck mal, Obsidianpulver. Was können wir damit machen? 36 MB, das heißt 36 mal 4. Das bringt uns 120, 100... 42, irgendwie sowas um den Dreh. Okay. 142 und 288 brauchen wir für einen Block. Jetzt wird das wird sich dann ja nicht lohnen für uns. So, das wollte ich glaube ich haben, ne? Ne, das wollte ich nicht haben. So, das wollte ich haben hier. Ja. Damit können wir einen Werkzeuggriff machen und auch einen Hammergriff. Okay, dann lass uns, jetzt habe ich nicht nachgedacht, wie viel wir dafür brauchen. Aber lass uns das mal machen. Der müsste auf jeden Fall länger halten, glaube ich. Das heißt, da packen wir schon mal die 2 Obsidian rein. Das Gold packen wir nach unten. Dann können wir den erstmal fertig machen. Dann haben wir eigentlich alles fertig. Buster Griff. Ja, dann haben wir alles fertig. Okay, dann machen wir hier schon mal den Hammerkopf rein. Hier oben wäre so eine Mülltonne jetzt eigentlich auch nicht verkehrt. So, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Sehr gut. Ein bisschen Eisen. So. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Hey, komm, eigentlich kann das auch weg. Wo ist jetzt die Hammerkopfform? Habe ich die jetzt gerade im Ernst weggeworfen? Oder habe ich die jetzt oben vergessen? Ah, okay, die habe ich hier vergessen. Ah, die habe ich hier wieder reingelegt, stimmt. So, was haben wir jetzt hier unten? Geschmolzenes Gold, Eisen, Obsidian braucht noch ein bisschen. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Obsidian ab. Dauert natürlich lieber leider ein bisschen länger. Die ist ja hier vorne. Da kann ich euch aber auch gleich die... Achso, vielleicht sollen wir so eine normale Spitzhacke machen. Und ein Wasser... Und ein... ja, Versprecher. Und ein Eimer Wasser mitnehmen. So, was wollte ich jetzt ursprünglich mitnehmen? 8-3 Eisen haben wir im Inventar, ja. Und dann machen wir mal eine Spitzhacke.
So, pumpen wir jetzt hier einfach alles mal rein. So. Okay, jetzt brauchen wir einen Wassereimer. So. Lava bringen wir dann auch gleich noch mit. Da. Warum ist da jetzt ein Baum? Ich frage jetzt einfach mal nicht, warum da jetzt ein Baum ist. So, welchen nehmen wir in den Menü und raus bist du? Okay, dann nehmen wir das. Haltbarkeit. Oh. Effizienz hätte ich mir eher gewünscht, aber Haltbarkeit ist auch in Ordnung. So, runter geht's. Da kann ich auch gleich die Minengänge zeigen, wo ich das Gold gefunden habe. Ah, und das Eisen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich wieder ein bisschen Eisen haben. Ist auch schade, dass wir früher, das heißt früher, wo wir diese 2 Stacks Roheisen hatten, dass ich da keine Verdopplung schon gemacht habe. Ich meine, 4 Stacks Eisen ist schon heftig, aber ich glaube, wir hatten sogar 3-4 Stacks. Und daher ist das gar nicht so schlimm. So, jetzt erstmal Lava mitnehmen. Da können wir die Quellen hier sogar auch ein bisschen ausmachen. So. Okay. Und jetzt bauen wir hier mal ein bisschen was ab. Wir brauchen ungefähr so um den Dreh. Zur Sicherheit würde ich sagen 8 Stück. Einer bringt 288, wobei vielleicht würden 3 Stück auch reichen. Das kann sein. So, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Kann man dann auch gleich noch verdoppeln. Aber zum Dust machen wir das nicht. Das wäre für uns nicht rentabel. Da bekommen wir weniger Millibuckets raus, als wenn wir das so machen. So, eigentlich brauchen wir den Wassereimer hier unten jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, wahrscheinlich brauche ich da Obsidian hin, oder? Ich dachte, da wäre auch Eisen unter, okay. Ja, super gemacht. So. Okay, wie viel haben wir jetzt? 5 Stück. Ich glaube, 2 haben wir schon reingepackt, ne, in die Schmelze. Das heißt, wir hätten jetzt 7. 233 bringt eine. Ich würde sagen, das kleine Feld hier bauen wir jetzt noch ab und dann haben wir es. So. Weiter noch. Dann dürften wir eigentlich auf jeden Fall genug haben. Und ich bin mal gespannt, wie lange der Obsidianhammer hält. Ich hoffe, der hält ein bisschen länger. Es gibt auch einen, den lebt man mit Energie auf. Ich weiß nur leider nicht, wie der heißt. Da ist das Problem. Und unter Hammer habe ich ihn jetzt nicht gefunden, glaube ich. Achso, wir können noch mal einmal Lava mitnehmen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Obsidian. Das packen wir dann auch gleich mal in die Schmelze. Ich hoffe, die ersten Obsidianstücken sind schon geschmolzen jetzt. Das dauert ja doch schon sehr lange, bis sie geschmolzen sind. Aber ich hoffe einfach mal, die sind jetzt schon. Die müssten jetzt eigentlich auch schon geschmolzen sein. Warte mal, ist das hier roter Granit? Nee, Schluff. Wir konnten auch irgendwas mit einem roten Stein noch machen. Ich weiß nur leider nicht mehr, was das war. Das war auch irgendwas, was wir brauchen könnten. Erstmal die Spitzhacke zurückpacken. Draußen ist natürlich schon wieder dunkel. Die Spitzhacke zurückpacken, 30 Eisen nochmal absnacken, 5 Gold. Jetzt werfe ich sogar schon mit Eisen rum. So, jetzt können wir hier einmal nochmal das und das durchbrennen. Okay. Jetzt können wir nochmal kurz verdoppeln. Und zwar das Eisen und das Obsidian. Schmolzenes Gold, Eisen, Obsidian. Packen wir mal 5 Stück rein. Boah, 1000 brauchen wir dafür. Da können wir auch gleich alle reinpacken. Das ist schon heftig, wie viel das ist. So. Lava haben wir jetzt hier auch wieder ein bisschen. Jedes Mal, wenn wir in der Mine sind, können wir ja ein bisschen Lava mitbringen. Dann geht das, glaube ich, auch relativ schnell. So, und da könnt ihr sehen, ist jetzt das Obsidian drin. Und wird da jetzt quasi geschmolzen. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gezeigt, die, euch die Schmelze so richtig, ne? Aber die kennt ihr ja von anderen Projekten. So, ein Kupfer haben wir jetzt auf jeden Fall wieder. Ein Zinn.
So, und was ist denn jetzt hier, wenn wir jetzt so einen Kackstein hier... kann man den gar nicht so klein machen? Ne, sieht nicht so aus, ne? Okay. Wie ist, verhält sich das denn, wenn wir jetzt den Pflasterstein hier... Weißt du, den ich gerade hatte, ne? Wie ist es denn, wenn wir jetzt den Pflasterstein... Basal, kann man damit vielleicht... Nein. Und was ist, wenn wir Erde zu Erdestaub machen? Oder geht das auch nicht? Das geht auch nicht. Und Holz? Das müsste doch gehen. Oder auch nicht. Okay. Nehme ich dann alles zurück. Zack, zack. So, haben wir jetzt noch ein bisschen Obsidian? Ne, ich habe die Befürchtung, dass es nicht reicht. Okay. Eigentlich gar nicht so schlecht hier so mit Eichenlaub. Wie viel hat er noch drin? 3190. Das ist geschmolzen. Wie viel haben wir jetzt noch? 2500. Das reicht gerade mal für zwei Sachen, wobei ich nicht weiß, ob die Hammerform extrem viel braucht. Auch, die braucht auch 1152. Okay, jetzt können wir nur hoffen, dass der Stiel weniger braucht. Der braucht 432. Ja, super geil. Okay, damit hätten wir das erstmal alles fertig. Jetzt müssen wir das hier einmal... Ach, da, nein, von dem brauchen wir zwei, ne? Ah, Mist. Von dem brauchen wir zwei. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Obsidian. Da würde ich sagen... Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Oder? Ja. Okay, da würde ich dann sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Wobei runtergehen können wir jetzt in dieser auch nochmal. Eimer haben wir dabei. Lava ist wichtig momentan hier. Erstens für unseren Generator und zweitens auch für die Schmelze, die wir aktuell ja relativ viel benutzen. Und ich hoffe echt, dass der Obsidianhammer ein bisschen länger hält als Eisenhammer oder Steinhammer. Aber Obsidian ist ja eigentlich ein sehr robuster Stoff. Und am Anfang auch schwierig zu kriegen, weil man ja eine Diamant-Spitzhacke braucht. Ansonsten werde ich mir nochmal informieren, wie der heißt, der so elektronisch ist, weil den kannst du einfach wieder aufladen, der geht nicht kaputt. Wobei es kann sein, dass er kaputt geht, aber auf jeden Fall richtig langsam. So. So. Okay, hier haben wir jetzt zum Glück noch ein bisschen was so stehen. Zack. Spitzhacke habe ich jetzt natürlich oben gelassen. Oh Gott. Aber da können wir gleich doppelte Ladung Lava mitnehmen. Das ist trotzdem doof jetzt, dass ich hier zweimal rennen muss. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn sie diesmal ein bisschen langweilig war. Aber ich glaube, die letzten Folgen waren sowieso nicht so spannend, weil wir ja eher weniger draußen was gemacht haben. Wir waren ja mehr hier drin. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Vielleicht wird die dann spannender. So, hier können wir... Okay, hier passt noch nicht mal ein Eimer rein. So, jetzt ist der hier gleich sogar voll. Und jetzt ist er, glaube ich, voll, ne? Ja. Okay, dann packen wir das noch kurz hier in den Generator. Der ist nämlich voll. Das ist alles voll hier. Super. Okay. Ja, dann würde ich... Ah, Spitzhacke nicht vergessen. So, hat er jetzt eine neue Aufnahme gemacht hier, oder was? Irgendwie flackert mein rechter Bildschirm gerade ein bisschen. Nice. So, Spitzhacke mitnehmen. Warte mal. Nee, hat er nicht, okay. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen Minecraft Live in the Woods. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.